geiler Fliege, Meatman. Hey, Alfons, vielen Dank. Hast du Bock, soll mal was kochen? Ja, gerne. Na, dann los, ne? Okay. Ich habe auch lecker ein bisschen US-Beef mitgebracht, ein schönes Chuck I Roll, das machen wir jetzt mal auf dem Grill, ne? Ja, da bin ich mal gespannt. Hey, Alfons. Hallo, Tom. Ich habe das Feuer richtig angemacht. Und ich bin gespannt, was wir bekommen. Ja, Alfons, ich freue mich auch und ich würde sagen, na Quatsch, war gar nicht erst lange und legen sofort los. Okay. Liebe Beef Buddies, viel Spaß und Film ab für Session 3. Spiel mir das Lied vom Snake Sandwich. Jo, liebe Beef Buddies, und dann geht es auch schon weiter mit unserem Steak Sandwich. Und dazu habe ich natürlich auch ein Stück Fleisch aus den USA mitgebracht, Alfons. Ja? Und auch nicht irgendein Stück, sondern eigentlich auch eher nicht so ein gefragtes, nämlich den Rindernacken, das sogenannte Chuck. Vielleicht kennst du das noch aus den Staaten, wahrscheinlich sind wir, oder? Ja, aber meistens so als kleine. Wir machen das klein, ne? Ja. Okay. Ja, wir machen ja heute was Besonderes. Wie gesagt, hier die Buchrippe eigentlich genannt, hier vom US Angus Beef. 180 Tage meist gefüttert, also wirklich von einer hervorragenden Qualität. Man könnte es jetzt einfach wirklich runterschneiden als Steaks, ja, als Hochrippensteaks. Aber was wir heute machen, wir holen hier noch ein paar Steakcuts raus. Okay. Und zwar einmal die Chuck Roll und einmal den Denver Cut. Und damit fange ich jetzt mal an. Erstmal pariere ich hier das Fleisch ein bisschen ringsrum ab. Hier sind noch ein paar Sehnen dran. Ja, die lege ich mir mal extra an der Seite. Und hier seht ihr jetzt natürlich auch wirklich einen dicken Fettknubbel, eine dicke Fettschicht. Ja? Ihr kennt ja mein Motto, Fat is not dead, also werden wir das gleich auch verwenden. So, dann geht's mal los. Wie ihr das schon aus meinen vorherigen Videos kennt, gibt die Natur ja hier eigentlich auch schon den Weg wieder vor. Das heißt, ich brauche ja einfach nur dem Muskelfließ zu folgen. Ja? Und siehe da, hier kommt halt schon das erste Teilstück raus, nämlich unser Chuck Roll. Ja? Eigentlich nichts anderes als die Verlängerung vom Entrecot. Wir sehen es hier halt auch noch wunderschön marmoriert. So, macht man weiter hier auch. Da folgt hier schön den Muskelfließ und holen wir hier die schönen Cuts auf. Alfons, wie ist das eigentlich in Amerika, wenn man ein Steak essen geht? Feiern das, ne? Kann ich mir vorstellen. Ja. Das Land der Steaks eigentlich, ne? Genau. Wahnsinn. Ja, wie jede Ecke hast du ein Steak. Meistens ist es richtig auch mit Feuer gemacht. Okay. Das eben müsste man dann mit Feuer gemacht haben. So, ja. Super cool. Ja. Super cool. Die Preise sind ein bisschen anders. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich meine, im Ursprungsland, ne, ist dann natürlich ja, leicht dran zu kommen, ne? Genau. Ja. Ja, man kennt ja immer diese Bilder von diesen riesen Steaks halt, ne, die da haben, ja, und so, da läuft das in der Pfanne im Mund zusammen. Ja. Ja. So, liebe Leute, ich pariere hier jetzt noch weiter das Fett runter, wie gesagt. Ja, das werden wir gleich alles noch richtig schön verwerten hier. Schmeißt du nichts von weg? Ne, da schmeißen wir nichts von weg, Alfons. Wir werden später noch einen Burger produzieren. No? Ja, wirklich, richtig tolle Sache. So. Hier noch eben die Sehnchen ein bisschen runter. Und wie ihr seht, haben wir jetzt wirklich zwei fantastische Cuts hier. Einmal den sogenannten Denver Cut. Guck mal, was für eine tolle Marmorierung hier, Alfons, ja. Und einmal unser Chuck I Roll. Weißt du was, Alfons? Da probieren wir jetzt einfach gleich mal, bevor wir mit dem Sandwich starten. Ich schneide jetzt einfach mal hier ein paar Steaks runter. Herrlich. Und natürlich kommt hier einfach mal ein Stück von unserem Denver rein. Das lässt sich schon schneiden, wie gut, Alfons. So, dann haue ich mal die Steaks drauf, um die einfach mal zu probieren, damit wir hier wissen, wovon wir reden. Ne? So,
So, Alphonse, da haben wir hier schon unseren ersten Cut fertig. Nämlich unser Denver Steak, unseren Denver Cut. Ich hoffe, du magst es ein bisschen blutig. Ja. Ja, sehr gut. Schöne Grillkruste drauf hier. Wirklich fantastisch. Und weißt du was? Ja, probieren wir doch jetzt einfach mal. Du hast es schon vorgesagt. Dann greif mal zu. Ich tue jetzt auch extra kein Salz oder Pfeffer drauf. Wollen wir einfach mal das pure Beef probieren, ja, oder? Oh ja, ha? Boah, diese Grillkruste, also wirklich jetzt hier fast auf dem offenen Feuer gegrillt, ne? Ja. Sehr gut. Wahnsinniger Geschmack. Ja. Ich glaube, den haben wir ein Stück. Ja, natürlich. Das macht Lust auf mehr. Was meinst du, Alphons? Können wir das für unsere Sandwiches nehmen? Ja. Ja, dann haue ich jetzt noch was auf den Grill. Ja. Und dann legen wir los. Machst du es dünner oder machst du es dann so, wie ich jetzt ist? Ich denke, ich werde es ein bisschen dünner machen. Okay. Ja. Ja. Okay. So. Unsere Chuck Roll ist auch fertig, Alphons. Mein Spruch ist wirklich, Fett ist noch Bett. Das muss einfach mit da dran, damit man hier auch wirklich einen tollen Geschmack hat. Jetzt hier mit der Holzkohle, du Wahnsinn. Ja, natürlich, wir brauchen beim guten Fleisch brauchen wir keine Gewürze. Ne? So, dann bitteschön, probier mal auf was. Ich bin ja selber mal gespannt. Noch, ne? Ja. Aber hier ist mehr Fett dran, anders angeschnitten. Ne? Schmeckt. Und du schmeckst auch viel mehr Schmelz dabei, ne? Ja. Tja, jetzt haben wir die Qual der Wahl. Was nehmen wir denn noch von den Sandwiches? Mit Chuck Alboy oder den Denbacher? Den Denbacher. Der erste? Ja. Ja, aber da kommt noch Soße drauf. Ja, das ist nicht recht. Verwarmen wir uns den Chuck Alboy einfach für gutes Steak, wollte ich sagen, oder? Ja, so ist es. Na super, dann essen wir jetzt noch auf und dann geht's los mit den Sandwiches. Und dann werde ich mal deinen Wunsch Folge leisten. Dann nehmen wir gleich den Denver Cut für die Sandwiches. Und hier schneiden wir einfach noch ein paar schöne Steak. Vielleicht später für die Crew oder für uns noch, wenn wir noch Hunger haben. Steaks. Herrlich, oder? Ja, das sieht sehr schön aus. So, da wir ja alles verwerten wollen, nehme ich jetzt wieder deine geile Pfanne hier. Schön rustikal. Und da werden wir jetzt erstmal schön das Fett drin auslassen, wo wir nachher unsere Steak Stripes drin braten. Ja. So brauchen wir auch nichts wirklich schmerzen. Lassen wir jetzt schön raus. Dann machen wir uns jetzt hier ein paar richtig dünne Streifen für unsere Sandwiches. Herrlich. Wie gesagt, wenn ihr das zu Hause mal nachmachen solltet, lasst ruhig ein bisschen Fett dran. Ist überhaupt nicht schlimm. So. Noch eine letzte Sicherheit. So. Ja. Haben wir jetzt schön hier unser Fett, beginnt schon schön an auszubraten. Haben jetzt hier schon erstmal einen tollen Geruch auf jeden Fall und eine super Grundlage für unsere Stripes. Einfach hier schön hier reinlegen und praktisch im eigenen Fett braten. Herrlich. Oder, Jungs? Guten. So, für unser Sandwich brauchen wir natürlich auch noch ein Brot. Das haben wir natürlich selber gebacken. Da will ich jetzt mal schön ein paar Scheiben von abschneiden, damit wir die auch noch toasten können vorher.
Alphonse, jetzt haben wir eigentlich alles parat. Wir haben einmal hier unseren Denver-Cut gebraten in dünnen Streifen. Wir haben unser selbstgebackenes Toastbrot kurz angetoastet. Und jetzt hast du natürlich deine Spezialsoße hier noch bereitgestellt. Vielleicht erzählst du mal. Ja, das ist eine Mischung aus Mayonnaise, Ketchup und Senf. Okay, cool. Und die Senf mal ein bisschen fit haben muss. Ne? Und dann kommt da ein Stückchen Salat drauf. Lecker ist immer. Jalapenos. Für die Bakterien habe ich von Alfons gelernt. Ja. Und ja, Zwiebeln und Tomate geht natürlich immer. Okay. Ja, lass uns das machen. Ja, dann würde ich sagen, dann starten wir doch einfach. Berichtige mich, wenn ich irgendwas verkehrt mache. Ja, aber ich würde jetzt halt hier erstmal die Soße drauf tun. Ja, das ist einfach nur, dass die Salat dran geleimt wird. Ne? Okay. Schöne frische Salat. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und dann der Beef. Ja. Den schneide ich jetzt einmal in der Mitte durch. Das wäre hier wirklich wie gemacht, oder? So, dann nehme ich an, brauchen wir noch ein paar Zwiebelscheiben, ja, oder? Die schneide ich auch mal eben schön kurz runter. Tomate, ne? Neufuss. Schön. Noch eine. Aushalten. Willst du viel oder willst du wenig? Oh ja, kann ruhig ein bisschen Feuer dran, oder? Ja. Was meinst du, Alfons? So. Und dann zumachen. So. Wahnsinn, oder? Ja. Das schneide ich jetzt einmal an. Jetzt guck mal hier, Leute. Das ist ja wohl mal granatenstark. Alfons. Oder? Sieht Hammer aus. Liebe Leute, das ist unser original amerikanisches Sandwich. Werner. Ja. Das Grillaroma, man schmeckt richtig, dass das Fleisch in Fett gebraten ist. Ja. Boah, granatenstark, die Frische von den Zwiebeln, Salat, Tomate. Jetzt kommt gerade die Jalapeno bei mir. Super. Und Tatsache.